Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Minecraft mit dem Andreas. Oh, ich kann nicht springen. Ja, und dem Daniel. Und dem Patrick, der kann springen. Jo, von mir auch mal herzlich willkommen, denn ich glaube, ich habe ein bisschen zu spät auf F10 gedrückt. Nochmal auf meine Aufnahmetaste, aber sei es drum. Ja, Ihr Andreas war beide. auch ein bisschen schön. Also wir haben in der Aufnahmepause haben wir uns gesucht und gefunden, irgendwie, weil Jo. Daniel dem Lavatrieb nachgegangen ist. Ja, ich habe so einen Trieb zur Lava. Das hast du ja oft genug in dieser Staffel schon unter Beweis gestellt. Ach komm, immer diese Anspielung. Na, Anspielung. Anspielung. Will man Ich war doch auch zählen? mal jung. Und er Kann hat schon ich. alles abgegrast. Da kann ich mich hier nie mehr dran Na erinnern. klar. Ich hatte ja auch die Zeit dazu, hier alles abzugrasen. Davon ist Lava. Ey, gibt's doch bestimmt auch irgendwo Diamanten. Oh, warte mal. Nee, ich bin. Ah, dort ist er. Jo! Ah, hier ist sogar ein Ofen, Hallihallo. Ofen und eine Werkbank. Das ist Echt? Wie kommt die denn da hin? Ja, ich wollte mir ein bisschen Eisen schmelzen, weil ich nichts mehr hatte. Und eine Pickaxe vor allem habe ich doch gesehen. Oh, ich habe doch noch was. Ah, hier hast du Okay. dich eingebaut, alles klar. Ja, da waren irgendwie drei Zombies hinter mir her und ein Skelett und eine Ja, Spinne. wollt ihr das Zeug vielleicht mitnehmen oder wollt ihr es hier stehen lassen? Welches Zeug? Ofen? Na, den Ofen und die Werkbank. Also ich habe Ach, schon lass so. stehen. Mann, ey, so dekadent. Ich habe noch genug Rohstoffe. Ja, sicher. In Ofen für einen Einmalgebrauch. Was für eine Tiefe sind wir denn jetzt hier? Wir sind in 17. Ja. Also. Das ist ja fast Diamant. Tiefe Höhe, wie auch immer. Ja. Wobei ich jetzt. Also, ich habe hier eigentlich ziemlich schon alles durchgeguckt und so. Runter geht's, glaube ich, nirgendwo mehr. Obwohl, was ist das denn hier? Also, hallo? Hier könnten. Lava, Hier könnten wir noch natürlich. runter. Hier bin ich noch nicht weitergegangen. Ach, Mist. Da bräuchte man auch in Eimer mit Wasser. Ja, bräuchte man. Ich mache jetzt aber die Kohle hier. Oh, und lege dabei Eisen frei. Perfekt. Obwohl, wenn man. Ah. Obwohl, ja, sprich dich aus. Ja, wenn du dich in Lava-Nähe immer mal so ein bisschen in die Wand gräbst, manchmal kann man da Ja. dann doch Glück haben. Ja. Oh, da ist Lapislazuli. Wollen wir das mitnehmen? Ja. Also einer von euch sammelt das jetzt einfach auf. Ja, ich hab schon was im Zack. Inventar. Mensch. Gut. Sorry. Mensch. Ey. Patrick kriegt's voll ab hier. Nee, du, oder? Ah, nee, doch, Patrick. Ja, einen Schlag habe ich dann. Patrick, hier, zack, wieder schon wieder. Mensch. Daniel, der Troll. Ich bin kein Troll. Ist immer liebevoll gemeint, müsst ihr wissen. So, Zombie. Den ignoriere ich einfach mal. Boah, Alter, dieses Wasser. Was ist damit? Oh, hier im Gang gibt es noch einiges zu farmen. Ja, mach erstmal das Wasser alle. Ach so, ja, warte. Obwohl, stopp. Was braucht man für einen Eimer? Wann würde ich jetzt mal einen Eimer machen? Na, Eisen. drei Eisen in so einem V. Und V. Jo, Eimer. Geil. Zack. Gut, dann habe ich jetzt Wasser dabei, wenn wir was brauchen. Sehr schön. So, noch ein bisschen Kohle. Oh, und ich kann mir mal Fackeln machen. Auch ganz Ja, wir dringend gehen jetzt aber wieder nach oben, gebraucht. ne? Wollen wir denn? Nee, bei mir eigentlich nicht. Oh, da kam Gold von der Decke geflogen. Mensch. Hat einer von euch Das ist Gold. Das ist Knochen? Goldmarie. Knochen? Ja. Nee. Wieso? Ja, ich. Okay. So, darf ich dir die geben? Die ich habe. Ich brauche nämlich einen Platz frei in meinem Inventar. Wofür eigentlich? Ja, Knochen ist gut, Ja, für Digga. Fackeln. Ach so. Knochen ist gut, die können wir behalten. Jetzt geht der wirklich nach oben. Perfekt. Ja, ich wollte mal gucken, weil manchmal geht es ja dann auch gleich wieder nach unten. Und geht es? Ja, indem man auf der anderen Seite wieder nach unten geht. Nee, Sackgasse. Sackgasse. Ja, und wie er einfach an einem vorbeiläuft. Wer? Nein, ich wollte es nur absaven. 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 Sehr schön. Ja. Ja, gehen wir wieder runter. Ja. Aber kein, oder? Warte mal, hier geht's noch weiter. Nochmal, was ist mal denn für eine Höhe? 11, das sieht doch gut aus. Also ich bin ja eigentlich immer noch für Strip Mining. Nee. Da müssen wir das irgendwann mal offscreen machen, damit wir unsere Zuschauer nicht langweilen.
Aber prinzipiell. Ja, das könnten wir mal tun. Aber prinzipiell, das ist einfach mal effektiv. Siehste, ich grab mich immer rein, was finde ich? Diamonds. Nee. Doch? Wo? Nein. Wo denn? Doch, hier. Ach, hier, doch, tatsächlich. Macht der hier Strip Mining. Nee. Boah, der Strip Mining Noob. Das muss bestraft werden. Oh Mann! Da war Lava rein jetzt. Es ist unglaublich, ey. Voll hart am Trollen hier. Deswegen hast du jetzt einen Eimer gebaut. Ja, das hab ich den Eimer gebaut. Ich muss wieder aufpassen hier, wegen Lava, ne? Man kennt das ja. Ja, ich hab da auch noch ein bisschen Gravel platziert. So, ich habe 7 Diamanten gefunden. 7? Ja, 7. Tja, wer hat, der kann. Sag mal, sollen wir nicht mehr Strip Mine gehen? Und noch Lapis Lazuli. Aber irgendwie ist es total beschissen, vor sich zu bauen. Sag mal, ertrinkst du da eigentlich nicht in deiner Höhle? Ach, wegen den 2 Wasserquellen, die du da reingesetzt hast. Die habe ich dazu gebaut. Das war sogar nur eine. Felder, 8 Felder. Ja, ja. Ja, genau. Creeper. Oh Gott, und Skelett. Alter, dass die auch immer zusammen auftauchen müssen, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Sprechen die sich irgendwie ab? Oh Gott. Aber, ihr habt doch... Obwohl, ich habe selber... Wo waren die? Ne, ignoriert das. Ich habe auch eine Workbank selber. Ich brauche jetzt einfach mal... Shit! Ah, doch. Ich grab, ach, da bitte. Ich grab hier mit der Diamant-Pickaxe hier Zeug ab, das ist unklug. Oh, naja, warum nicht? Echt Verschwender. Ist Strip meinst du jetzt auch, oder wie? Ich glaube, ich habe immer ein Stück noch unten. Okay, warte, ich mach mit. Ich mach rechts. Teamwork. Wie komme ich hier an Wolle eigentlich? Spinnendings. Spinnenfäden? Nee, das kann nicht sein. Die hätte man ja aktiv selber abbauen müssen. Oh Gott, was kommt da denn? Achso, du bist Network. Wo seid ihr? Hier unten. Ja, ne, das. Ja. Ach, sorry, okay. Ja. Nee, das habe ich schon gesehen. Ich habe mich bloß gerade gefragt, wie ihr da hingekommen seid. Ja, Network. Oh, der sieht aber schick aus in meinem Texture Pack. Ich geh jetzt Strip Mine. Boah, und was passiert? Ich habe keinen Bock mehr auf Strip Mining, ne? Ich baue mich 2 Blöcke rein und schon kommt Gravel von oben. So eine Wichse. Ja, noch mehr. Ja, sicher. Noch mehr. Und da, ja. Ach, ist das scheiße. Ihr seid ein bisschen tief, oder? Naja, ich meine... schon fast zu tief. Zu tief? Also ich bin jetzt bei 11. Bei 11, okay. Patrick ist ja noch höher als du? Also ich bin jetzt bei 8, beziehungsweise ich grab mich einfach mal bei 7 durch, das passt gerade, so. Und ich bin jetzt schon sagenhafte 5 Blöcke weit gekommen, wegen dieses Gravels. Stand hier nicht irgendwo noch eine Workbench? Die habe ich wieder mitgenommen. Denkst du, die lasse ich liegen? Ja, das war klar, bei dieser Ostmentalität. Alles muss aufbewahrt und mitgenommen werden. Da merkt man, dass ich aus dem Westen komme. Ich lasse sowas einfach stehen. Who cares? Ja, ja. Ich find's geil. Was findest du geil? Als ich neulich über die armen Mitbürger aus den neuen deutschen Bundesländern herziehen, hier, als ein Kumpel gefragt hat neulich, wer so alles hier mitspielt, ne? So. Hm? Er sagt, naja, einer kommt halt aus dem Westen. Ja, kommt aus dem Osten. Da sagt er, Mensch, Minecraft so, da kennt er sich ja mit Blöcken aus, mit Plattenbau und so. Ach ja, schön, ach, dass wir schon ein Deutschland geworden sind. Ja. Vielleicht kickt er uns vom Server bestimmt. Nee, ich habe leider die Macht nie. Aber, das ist halt schön, ne? Wow, Diamanten, geil. Also einen zumindest habe ich hier. Naja. Und einen zweiten. Und einen dritten. Und einen vierten. Ich finde aktuell nur... Und einen fünften? Ich finde aktuell nur Redstone und... Hoppala. Alter. Mensch. Und einen sechsten auch noch. Geil. Ah, ich habe auch Diamant. Dieses Strip Mine, das bringt's irgendwie, habe ich das Gefühl. Oh, ich muss meinen...
Inventar mal ein bisschen leeren. Ja, kommt drauf an, wie man Strip Mine definiert. Also wir machen es ja jetzt nicht 100 Millionen Meter. Ja, das stimmt. Aber immerhin machen wir schon so Strips und Eisen auch noch. Bah. Nein, ich kann es nicht aufsammeln. Ich kann es nicht aufsammeln. Schmeiß ich weg. So, ich brauche erstmal eine Workbench. Also wenn ihr eine Workbench sucht, in Zukunft wisst ihr, wo eine steht und stehen bleibt. Hier in meiner Mine. In deiner Mine? Ja, hier in meinem Strip halt. Oh Gott, und jetzt brauche ich Eisen. Das ist doch ein Scherz. Darf doch wieder alles nicht wahr sein. Wie brauchst du Eisen? Oh, ich habe gerade welche freigelegt. Aber danach habe ich noch Eisen im on Tasch. In der Tasche. Nee, ich mache das anders. Ich habe nämlich einen anderen Rohstoff, aus dem man sich auch eine gute Pickaxe machen kann und der mit auch wahnsinnig schnell ist. Diese Steine, die du gefunden hast, ne? Ja, aus Bedrock mache ich mir das. Genau, wie hast du denn das abgebaut? Ja, mit meinen bloßen Händen. geil. Hat sich doch gelohnt, das sind schon die nächsten Diamanten. Hammerfett. Naja, aber erstmal gegen Strip Mining wettern. Ich wusste nicht, dass das so effektiv ist, mal ehrlich. Was? Echt nie? Aber ich finde das irgendwie komisch, also ich finde das ein bisschen, also vom Game Design her nicht so schön, weil eigentlich, also du wirst ja nicht belohnt, wenn du dich durch diese Höhlen quälst, was ja deutlich schwieriger ist, weil dir Lava begegnet, weil dir Mobs begegnen, aber wenn du Strip meinst, weiß nicht, du gräbst dich einfach geradeaus und wirst belohnt dafür. Hm. Das ist total stupide. Na gut, dann müsste man den Vorwurf machen, dass sozusagen Diamanten vermehrt irgendwo innerhalb von jede Menge anderen Blöcken Stein spawnt. Aber auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen Realität an den Tag legt oder so, ich meine, weiß ich nie, also ich... Oh, hey. Gut, hier ist also... Was fällt dir gerade auf, dass Minecraft nicht die Realität ist? Nee, nein. Ja, gut, das ist generell bei Spielen ja Realität, ne? Also selbst irgendwelche Autorennenspiele oder so, wird da immer wieder über die Fahrphysik rumgemeckert und sonst sowas und, aber trotzdem, ich meine, Diamanten, die sind nun mal nie an der Oberfläche von irgendwelchen Höhlen, sondern die sind schon... Ja, das mag schon sein. Ne? Das ja, mag schon sein. Ja, schon so, gerade beim Spawner oder so, eine Kiste packen, weißt du, sowas so. Das heißt, ja. Der Abenteurer, der... Ja, oder als Drop oder so, dass der Abenteurer halt auch belohnt wird. Okay. Genau, einfach fürs Gameplay. Ach du Kacke. Na, das ist wieder eine Frage, was ist Minecraft dann? Also Minecraft sollte schon in erster Linie abbauen und also meinen und craften sein. Und nur in zweiter Instanz ein Rollenspiel sozusagen. Ja? Bin ich hier in irgendeinen Strip reingefallen? Wie geil ist das? In irgendeinen? In meinen? Hier liegt auf jeden Fall... Jeder rum. Irgendwo ist auch mal eine Workbench. Na, über der bin ich gerade vor uns rausgekommen. Jetzt bin ich bei der nächsten. Ja, das ist meine, glaube ich. Und ich baue gerade parallel zu dir. Also ich baue jetzt gerade nach links, weil da Lava kam. Wie ich sonst nicht rumkomme. Also ich habe jetzt schon 64 und 14 Eisen. Ich dachte gerade Diamanten. Ja, Alter. Stack Diamanten. Genau. Mhm. Achso. Wie sieht's bei mir aus eigentlich? Ich krieg immer einen Schreck, wenn ich Lapis Lazuli finde, aber das ist ja hier. Lapis Lazuli. Hey, warum kriegst du einen Schreck? Hast du Angst vor Blau? Weil ich dann immer denke, es sind Diamanten. Nein. Achso, wieso kriegst du Schreck vor Diamanten? Oder meinst du wirst. Ja, du meinst also, du wirst angenehm erregt? Wieso krieg ich Schaden? Hunger? Ach du Kacke, ich hab... Ja. Hast du noch was? Nee. Fuck. Habt ihr noch irgendwie was? Ja. Okay. Ihr wisst ja, dass man aus Redstone sich auch Blöcke bauen kann und so, ne? Um Platz zu sparen. Die ich essen kann? Achso. Ich zieh da hinten einen Namen. Ich weiß nicht, wer das ist, aber... Den werde ich mal anbetteln, um essen. Seid ihr denn ganz? Egal. Ah, Moment, ja, ein bisschen weiter durch.
Da kommt ein Haufen Gravel dann auf dich zu. Da, wo ich jetzt gerade bin? Nee, du musst zu mir kommen. Auf welcher Höhe bist du? Eigentlich auf deiner Höhe. Also sieh zumindest... Ich bin jetzt auf 10. Ich komme dir entgegen. Ja. Also ich meine mich jetzt irgendwie zu dir. Ja, jetzt dir entgegenkommen. Ja. Okay. So, jetzt gleich nicht mich aus Versehen schlagen. Das wäre mein Ende. Ah ja, da müsstest du gleich... Boah, Alter. Wäre ich fast an Gravel gestorben. Warum? Weil es auf mich draufgefallen ist, weil ich nach oben gegraben habe. Yo, da bist du. Der Andreas. Oh, lecker. Na komm. Oh, jetzt müssen wir Platz schaffen. Dankeschön. Was? Zwei Fleisch nur? Na, ins kann ich dir noch geben. Mehr hast du auch nicht? Achso, du hast selbst nichts mehr. Ja, ich musste auch ein bisschen was essen. Warte mal hier. Eins wäre noch eins, wenn du irgendwas noch hast, wäre das gut, weil dann kann ich mich regenerieren. Dankeschön. Also ich verliere so langsam echt die Orientierung, ne? Wenn ich ehrlich sein soll. Also habt ihr eigentlich die dreimal so? Der läuft. Bitte? Der läuft, das ist gut. Wer läuft? Der Timer. Der Timer. Was sagt er? Noch 3 Minuten. Ich würde sagen, wir sollten vielleicht trotzdem erst einmal irgendwie ein bisschen Nachschub an Essen besorgen, weil ich habe noch, also ich habe gar nichts mehr. Na gut, ich habe noch 3 Steaks, die könnte man prinzipiell braten. Na, aber das war's auch dann. Ja. Also ich habe noch 10 Steaks und 17 Schweinefleisch. 10 Steaks? Oh, das ist aber eine Menge. Ja, ich denke auch. Also ich würde jetzt gerne noch ein bisschen bleiben, jetzt wo man gerade mal dabei ist. Nein. Und Patrick, kannst du mal deine Steaks irgendwie, also zumindest das Schweinefleisch, ist das gebraten schon? Jetzt bin ich wieder bei Bedrock hier. Ja, ja, ist alles schon gebraten. Ist alles schon gebraten. Na gut. Oh Gott, ich höre schon wieder wabern. Ja, da ist Lava. Okay, dann müssen wir kehrt machen und einfach mal nach links graben. Ah. Manchmal lohnt es sich auch Gravel hier freizuräumen. Weil oft genug verbirgt sich dann Kollege dahin. Das auch. Nee, aber hier ist vor allen Dingen Gold. Und ein Gravel gewesen. Boah, Alter, wie unheimlich das wäre, ja? Wenn du angehend wie Strip meinst und plötzlich kommt dir jemand entgegen, der nicht ihr seid. Wisst ihr, was ich meine? So, ein Creeper. Nee, irgendein anderer Spieler oder so. Ach so. Ah, der Fackel. Ich hab dir da mal Schweinefleisch gesehen. Ja, der Fackeltrick ist immer noch der beste. Für das Gravel? Absolut. Ich liebe Fackeln. Ich liebe alles, was Gravel zerstören kann. Toll, und ich weiß nicht so richtig, was ich hier wegschmeißen soll. Hat einer? Nein, ich habe keinen Platz im Inventar. Ich sage ja, man kann sich hier Redstone und Lapis Lazuli kann man sich als Blöcke bauen. Spaß zumindest. Naja, aber ich habe noch nie so viel Redstone und Lapis Lazuli, als dass das sozusagen die Stacks vermindern würde. Ja. Also die Inventarplätze. Genau. Du bist in meine Richtung? Ich weiß gerade selbst gar nicht, was meine Richtung wäre. Ich grab hier einfach. Ich grab mich einfach gerade aus. Ich habe gerade, ich habe jetzt 9 Diamanten dabei, unverarbeitet. Die haben mich gerade echt irgendwie gepusht, dass ich jetzt weitermachen will, aber jetzt finde ich gerade nichts mehr. Das ist echt deprimierend. Hm. Warte mal, auf welcher Höhe bin ich denn? Mensch! Auf 8. Oh, Iron. Sehr schön. Und ich fange an, Angst zu bekommen. So, was? Lava? Oh, ja. Ja, pass bloß auf. Die sind wertvoll. Boah, ich habe gerade gegraben, voll in die Lava geguckt. So. Ja, bin auch gerade bei welcher.
Noch mehr. Oh Gott. Soll ich da jetzt vorbeikommen? Jetzt hier lang? Aha, da ist auch welche. Ach, fick dich doch, Lava. Scheiße. Ich höre es über mir auf jeden Fall die ganze Zeit, wie die Zombies hier rücheln. So. Und wie ich das. Sehr schön. Wie ich das gemacht habe, ist der Timer abgelaufen. Jo. Dann war's das für diese Folge. No? Stirbt ihr nochmal so zum Abschluss? Ich habe gerade einen Lavasee freigelegt. Alter. Ja, ich bin irgendwie umringt von Lava. Ich komme mir gar nicht mehr klar. Klar, ich suche mir mal einen neuen Weg und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao.